Geiding in Norwegen bei allerfeinstem Sommerwetter. Anfang Juli 2022. Vor ein paar Tagen hatten wir sogar 25 Grad. Meine Guiding-Gästin hatte Forellenteicherfahrung und immerhin einen deutschen Fischereischein. Und hier ihren ersten Meeresfisch am Haken. Cool, na endlich, der erste. Bodenspitze hoch. Ja, eine Makrele. Und wieder ein... Okay, da sind Makrelen hier, gut. Prima, guck in die Kamera. Der erste Meeresfisch. Cool. Kämpfen besser als Forellen der gleichen Größe, gell? Eieiei, jetzt war voll erwischt. Warte mal, erstmal den armen Fisch kaputt machen. Wenn die Makrelen bissig sind, sollte man das nutzen. Auch ich montiere schnell einen Blinker. Ja, jede Menge Makrelen. Spürt man direkt, ja. Zack, da hängt schon wieder eine. Oh, da scheint es keine Makrele, verdammt. Hä, was habe ich denn da? Ach, an der Seite oder was? Ja, an der Seite gehakt. Die geht aber gut ab, hä? Ui. Das ist aber eine große Makrele. Oh, da ist schon wieder der nächste. Das sind aber dicke und starke, erstaunlich. Ich das gewusst, hätte ich ein bisschen leichteres Gerät auch für mich mitgebracht. Also in so einer schweren Route sind die natürlich ein bisschen überfordert für die Größe her. Wow, das ist mal eine große. Wenn die mal größer die. Wahnsinn, was für Größen. Meine Gästin hatte mit nur etwas leichtem Gerät und einer dickeren Makrele schwer zu kämpfen. Nicht aufgepasst und schon hatte sie sich im Tang festgefahren. Tja, als Trost gab es nur noch die Beilage. Am nächsten Tag hatte das Wetter komplett umgeschlagen. Regen und Temperaturen wie im Herbst. Auch den Fischen schien der Wetterwechsel auf den Magen geschlagen zu haben. Standortwechsel, doch auch hier tat sich zunächst nichts. Egal ob Slowjigging oder Speedjigging. Nicht mal die kleinen Pollacks am Rand zeigten Interesse. Also mal weit draußen probieren. Circa 80 Meter Wurfweite und dann auf 100 Meter sinken lassen. Da geht eine Menge Schnur raus. Das Ablaufen der Schnur kam mir auf einmal merkwürdig vor. Anschlag mit Anlauf, um den gewaltigen Schnurbogen zu kompensieren. Oder?
halt mehr. Aber ich steig nicht aus. Ich helfe mir, ich helfe mal ein bisschen. Aha, ich bin gespannt. Das sieht richtig cool aus. Aha. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aha. So? Alter, das dauert. Das ist ja richtige Arbeit hier. Ey. Hier rechts. Alter! Jetzt folgt er. Was muss ich machen? Den Haken muss ich finden. Kappe einfach nur weg. Die Kappe oben auf. Ja, okay. Okay, okay. Das kann ich. Ja, also das ist okay. Oh, du. Oh, nee. So, ich glaube, die hat über 3 Kilo, oder? Alter. So nah wie möglich rennen, so weit nochmal dran vorbeigehen. Das ist nicht die beste Qualität. Ich erkläre dir noch die Technik des Slow Jiggins und dass man besonders bei den Bissen, die im Fallen kommen, aufpassen muss. Da war es schon wieder soweit. Und dann hatte sie womöglich den Biss eines großen Seelachses. Naja, ich hatte die Kinderstube erwischt und bei ihr sah es dann doch mehr nach Steinbeißer bzw. Hänger aus. Doch zum Schluss gab es beim Jiggen noch einen Trostpreis für sie. Immerhin nicht Schneider geblieben. Beim Jiggen, was ist denn das jetzt? Ist das ein Wittling oder was ist das? Keine Ahnung. Kann man gar nicht erkennen, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, das ist ein Miniaturen-Wittling. Das ist auch so eine dorschartige Art, aber der ist natürlich jetzt im Eimer, gell? Den kann man aber als Köderfisch dann verwenden. Jetzt ist ein Fisch, der erste richtige Fisch. Ja, yeah, der Pollack, da kommt er. Cool. Stütz die Rute in der Leiste auf. Stütz die Rute in der Leiste auf. Der ist gut. Ey, langsam, du musst mit der Rute hui ziehen und mit der Rolle dann nachkurbeln. Praktisch runterkurbeln. Und dann, der ist gut, der ist groß. Ja. Und du kannst schnell auf den Stein drauf. Und du musst schneller kurbeln und schneller ziehen. Nicht, dass er sich hier ins Gemüse reinfährt. Der ist gut, der Fisch.
Stell dich da drauf. Er macht nichts. Da unten. Nicht durchdrehen. Nicht übertreiben. Jetzt hassen. Über das Schiff, über den Kraut rüber. Ja. Ein großer Pollack. Ui. Richtig großer Pollack. Hassen. Geil. Endlich. Schön. Das freut mich. Auf jeden Fall. Was sagt die Fängerin, die Glückliche? Wir mussten drunter halten, genau. Ah. Nicht zu schräg, ich mach's schon. Halten gut fest, der fängt gleich an zu toben. Eins und gegen liegt. Perfekt. Jetzt kommt der Catch and Release. Einfach reinschlägen. Durch und drüber werfen. Ja, bitte. Bevor ich noch mehr verletze. Gute Frage. Tschüss. So. Gelungener Release, ohne dass ich damit released werde. Und. Die geht jedenfalls gut kreuz und quer. Was haben wir denn da? Oder ist eine Makrele wieder? Eine Makrele. Hey. Oh, schöne Makrele. Oh, die blutet. Makrele muss man sowieso meistens mitnehmen, weil die. Durch die Aufregung oft spontan bluten. Two in one. Auf den Slowjig mit Double Assist-Drucks. Cool. Abgefahren, oder?